Ja, wenigstens etwas. Da haben wir nochmal uns Vorbildlichkeitspunkte abgegriffen. Super. Citadel Transrapid. Einmal eben den Punkt markieren. Das habe ich ja schon verstanden, dass wir das Ding wenigstens einmal angewählt haben müssen, damit es überhaupt gezählt wird. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Balavon. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Ja. Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Das ist doch super. Und wir sind uns aber schon mal begegnet oder so. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so berühmt ist, auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Ja gut, also ein bisschen Hilfe kann man immer gebrauchen. Man sagte mir, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Haben Sie irgendwelche Informationen über Saren? Sie sind sehr direkt, Shepard. Das kann ich akzeptieren. Aber Rex hat Ihnen darüber schon mehr erzählt, als ich es könnte. Ich kann ihn leider nicht mehr anbieten. Okay, vielleicht noch ein paar Informationen über den Shadow Broker selbst? Erzählen Sie mir bitte mehr vom Shadow Broker. Die meisten Leute glauben, dass ich mit Wirtschaftsangelegenheiten mein Geld verdiene. Aber meine Währung lautet Wissen. Ich handle mit Informationen und bin so reich geworden. Aber der Shadow Broker ist der wahre Meister. Jeden Tag kauft und verkauft er Informationen, aufgrund derer Regierungen stürzen könnten. Er verkauft sie immer an den höchsten Bieter. Aber dennoch scheint er niemals die natürlichen Kräfteverhältnisse aus dem Gleichgewicht zu bringen. Alle diese preisgegebenen Geheimnisse scheinen sich aufzuwiegen. Am Ende hat niemand einen Vorteil vor den anderen. Ja, okay, wer ist er denn? Wissen Sie, wer er ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Die Abstammung und das Geschlecht des Shadow Broker sind nicht bekannt. Aber ich persönlich glaube, dass eine ganze Gruppe von Leuten hinter seiner Identität steckt. Wie sonst könnte man so viele Informationen gleichzeitig verwalten? Und wie sonst könnte man an so exklusive Informationen herankommen? Aber sie haben alles perfekt arrangiert. Jede Regierung sieht sich gezwungen, ihr Spiel mitzuspielen, um zu wissen, was vor sich geht. Aber egal, wie lange man mitspielt oder wie viele Geheimnisse man kauft, es gibt keinen Gewinner. Ah ja, und mehr wissen Sie angeblich nicht? Das kann ich nicht so ganz glauben. Ich hätte gedacht, dass Sie mehr über den Mann wissen, für den Sie arbeiten. Von Zeit zu Zeit komme ich an Informationen, die ich dem Shadow Broker verkaufe. Nur das ist mein Part. Mir gefällt es so. Je mehr man weiß, desto gefährlicher wird das Spiel. Ich lebe nicht gern gefährlich, Commander. Das überlasse ich Ihnen. Okay, dankeschön. Dann kann ich mich auch wieder auf den Weg machen. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Wen haben wir denn sonst noch hier? Oh ja, okay. Können wir mit dir reden? Nein, du bist auch nicht gesprächsbedürftig. Emporiums-Ladenbesitzer. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Oh, persönliche Fragen kann ich Sie bestimmt stellen. Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Nee, danke. Waren kaufen muss ich momentan nicht. Ich muss jetzt los. Auf bald zurück. Dieser bekommt häufig neue Lieferungen. Okay, was haben wir denn hier hinten? Sieht so geheimnisvoll aus. Oh, hier haben wir noch einen Keeper, okay. Und sonst ist hier nichts. Okay, dann hätten wir das hier auch soweit. Du siehst verdächtig aus. Helena hey, Blake. Spectre, haben Sie einen Moment Zeit? Klar. Hallo, Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Aha, woher kennen Sie mich überhaupt? Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum, zumindest in bestimmten Kreisen. So, so. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten und ich habe die Koordinaten.
Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Nein, ich werde nicht hier Hit-Hunter. Nein, danke. Finden Sie jemand anderes für diese Drecksarbeit. Ich werde nicht an einem Bandenkrieg teilnehmen. Wie dem auch sei. Hier sind die Koordinaten. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie damit machen. Wollen Sie wirklich diese Männer leben lassen, obwohl Sie sie aufhalten können? Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Ja, genau. Soll ich mich denn da wirklich so reinziehen lassen und für die Leute hier den Auftragskiller machen? Natürlich. Natürlich. So sehe ich auch aus. Ne, gehen wir erstmal hier lang. Das ist ein Kroganer. Na, haben wir hier irgendwen noch? Citadel Transrapid haben wir dort vorne. Das ist ja gar nichts. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. Ja. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Hallo, Nelina. Willkommen. Ich bin Nelina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Ich brauche einen Termin. Einfach reingehen. Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Okay. Commander Shepard, ich gehöre zu den Spectres. Großartig. Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Was? Ernsthaft? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch Nein, etwas danke. Für Sie tun? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Aha. Aha. So, 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 so. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Das waren aber schnelle 3 bis 4 Monate. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Ah ja, ja, ja. Plötzlich geht das dann noch alles. Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Begleiter. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Das kommt mir ja alles vor wie so ein Edelpuff oder ein Escort-Service oder sowas. So kommt mir das vor. Was will die jetzt? Dass er zu schlau war, wie als Spectre dann so einer... Naja, wir werden sehen, was jetzt kommt. Shaira. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Okay, wer sind Sie überhaupt? Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Ah, jetzt bin ich mal derjenige, der mal wieder irgendwem helfen darf. Kein Problem, erzähl mir davon. Vielleicht kann ich helfen. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Okay, was ist denn überhaupt passiert? Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay. Was genau soll ich Ihnen denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Ja. Was ist das hier? So. Naja, von der Trost gespendet bekommen. Schon verstanden. Habe ich alles schon verstanden, natürlich. Dann wollen wir doch mal zu dem General gehen. Ich glaube, ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich.
Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwarten. Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Okay, ja, aber seit Christus übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Das ist nur ein Schild. Die werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschaft. Gut, dann vernehmen wir jetzt mal die Zitadelle Transrapid. Bezirke ist das, glaube ich. Zu Koras Nest, bitte. Ach, darüber kommen wir auch dann ins Flux. Ha! Hätte ich mal vorher machen sollen, anstatt mir da irgendwie rumzuirren. Sie sind beim Herrenclub. Koras Nest ist im Bezirk. Herrenclub. Ja, ja, Herrenclub. Heißt auch eine Nacktbar. Na gut, doch nicht. Das ist ein Herrenclub. Hm? Für Fist lief's gut hier drin. Zu schade, dass er gierig wurde. Turianische Wache. Kann ich Ihnen helfen? Ja, eine Warnung. Ein Mann namens Finch wollte meine Autorität als Spectre missbrauchen, um Kurt Wiseman zu befreien. Den Xenophobiker. Hätte ich mir denken können, dass er nicht alleine arbeitet. Danke für diese Information. Wir werden die Zellenwache für ihn verstärken. Ich wusste, dass du uns reinlegen würdest, Shepard. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Wir werden allen deine Story erzählen. Dann wissen diese Aliens, wen sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht haben. Ja, das wird nicht so viel helfen. Mit einer Schmutzkampagne gegen den ersten menschlichen Spectre tust du der Menschheit nicht gerade einen Gefallen. Der Spectre hat recht. Die Menschheit hat jetzt die Chance, sich zu beweisen. Man spricht sogar über einen Sitz im Rat. Das ist doch klar, dass ihr zusammenhaltet. Ihr würdet ja sogar zusammen ins Bett gehen. Na, das bezweifle ich mal so ein bisschen. Wir brauchen die anderen Völker, Finch. Das ist der beste Weg, die Position der Menschheit zu stärken. Okay, Shepard, du hast recht. Die Reds sind nicht deine Gang. Wahrscheinlich waren sie es nie. Dieser Mann ist ein Xenophobiker, der glaubt, einen Spectre erpressen zu können. Sie hätten ihn töten sollen. Nein, wir töten nicht einfach irgendwelche Leute. Nicht mein Stil. Auf Wiedersehen, Menschen-Spectre. Bin gespannt, was für ein Spectre sie in Zukunft abgeben werden. Tada! Stufenaufstieg! Was haben wir? Ein Punkt, den wir verteilen können. Puh. Was nehmen wir denn da? Erweitertes Attentat. Ja, dann gehen wir doch weiter Richtung Präzisionsgewehr. Erweitertes Attentat. Was haben wir denn da? Jenna! Ich komme zu Ihnen, so schnell ich kann. Danke! Ein Gast? Stuhl? Ne, den Stuhl brauche ich jetzt gerade nicht. Gast auch nicht. Ich will mit diesem General reden. Der sich hier irgendwo rumtreibt. General? Hier ist kein General. Hier ist keiner. Harkin? Ja, Harkin? Verschwinden Sie! Ah ja. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Bin ich. Moment, da vorne. Da wird mir was angezeigt, ja? Da vorne wird mir was angezeigt. Ah, da ist er. Commander, was wollen Sie? Probleme? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Dies ist erbärmlich. Wie kann eine Frau sie in diesen Zustand versetzen? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ah ja, ich verstehe, verstehe. Ich glaube, ich verstehe. Aber Lügen zu verbreiten, macht die Sache nicht besser. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Beherrschen Sie sich, ja? Lügen verbreiten, das setzt Sie einfach als Ihren Rang im General einfach runter. Sie werden nicht mehr glaubwürdig für Ihren Soldaten. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es könnte nicht schaden. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Na, wenigstens etwas. Freut mich zu hören. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Klar, immer. Was soll ich für Sie tun?
Es gibt da einen Elcor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum ist das so? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Ja, und wie soll ich das bitte machen? Wieso denken Sie, er würde mir glauben? Sie bringen ihm Beweise. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen her habe. Es wird Shaira entlasten und den Elcor überzeugen. Okay, und wo ist dieser Elcor? Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elcor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben.